Der Angriff hinterließ im wahrsten Sinne des Wortes einen Trümmerhaufen. In Mali, in der Stadt Sévaré, hat ein Überfall islamistischer Milizen den Hauptsitz einer afrikanischen militärischen Eingreiftruppe verwüstet und mindestens 6 Menschen getötet, darunter 4 Angreifer. Das hat ein Sprecher des Einsatzkommandos am Freitag mitgeteilt. Die Angreifer hatten sich mit Waffengewalt Zutritt zu dem Gelände verschafft. An Bord ihrer Fahrzeuge hatten sie Augenzeugenberichten zufolge Raketen und Sprengstoff. Die zerstörte Einrichtung ist Stützpunkt der sogenannten G5 Sahel-Eingreiftruppe. Sie wurde im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, um Dschihadisten im Westen Afrikas zu bekämpfen. In ihr dienen Soldaten aus Mali, Niger, Burkina Faso, Tschad und Mauretanien.